Gleithörnchen. Das Konzept wird sich ein bisschen wandeln von einer klassischen Ausstellung in eine offene Sammlung. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Das ist aktuell noch ein Fellsaal. Das Museum geht in die nächste Bauphase und dafür müssen wir den Raum komplett leer machen. Also das heißt, wir versuchen gerade eine Generalinventur zu machen, dass wir am Ende wirklich mal wissen, wie viel wir eigentlich haben. Aber es gibt bisher nur Schätzungen und Hochrechnungen. Wir sind ja in der Forschungssammlung. Es gab lange Zeit eine separate Ausstellungssammlung, wo die hübschen Präparate sind. Also hier bei uns sind primär historische Präparate, die eben wirklich auch 100 Jahre oder älter sind. Und die sind oft nicht ausstellungsbereit. Und es ist auch nicht das Ziel, die klassisch in die Ausstellung zu bringen. Das ist ein Colobus guareza, auf Deutsch schwarz-weiß Stummelaffe. Der ist aus Tansania, aus dem Jahr 1908. Der ist auch kurz danach tatsächlich schon im Jahr 1908 auch hier ins Haus gekommen. Wir wollen versuchen, die Sammlung für die breite Masse, sage ich jetzt mal, zumindest punktuell einsehbar zu machen. Egal, ob da jetzt Schränke, Kisten oder Objekte zu sehen sind. Die meisten finden es einfach toll, mal zu gucken, was so hinter den Kulissen ist. Das ist ein Galago, ein Buschbaby, so heißen die. Wobei die eben sehr klein sind, also die werden nicht viel größer. Wir können den Umzug auch immer nutzen für eine Optimierung, sage ich mal, der Sammlung. Also es ist zwar ein Riesenaufwand, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Das heißt, wir arbeiten auch gerade ein bisschen an der Sammlungssortierung und an der Systematik. Das heißt, wir nutzen gerade die Gelegenheit, wenn wir sowieso alles nochmal in die Hand nehmen müssen und in den neuen Standort bringen, da haben wir ein bisschen mehr Platz.